Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Dark Project 2 The Metal Age. Wir sind in der wahrscheinlich größten Mission dieses Spiels. So glaube ich zumindest mal. Wir sind in der Mission Party Time. Aber wir müssen erstmal zur Party kommen. Ich wusste gar nicht, dass es dann noch so hell ist. Hey, von hier oben sieht die Stadt ja richtig einladend aus. Er weiß, vielleicht wird das später noch dunkler. Momentan habe ich habe die Mission auch dunkler in Erinnerung. Der Mond steht auch am Himmel, aber vielleicht liegt es auch an dem Gamma-Wert, den wir momentan haben. So, wir müssen auf den Dächern bleiben. Wenn ich dieser Straße nach Norden folge, komme ich schnurstracks zum Turm der Mechanisten. Hier weiter, wir können aber auch hier weiter. Oh, da geht's auf die Straße runter. Die Straße sollten wir meiden. Geräusche. Beim nächsten Mal vielleicht. Hier sind wir in vollkommener Dunkelheit, hier sind wir nicht. So. Sagen wir hier erstmal Grüß Gott. Halt! Wow. Okay, ich würde mal sagen, wir machen gerade mal den ersten Mord. Steht der auch da einfach? So. Für 65 Silberlinge haben wir gerade einen Menschen erschlagen. Das hat sich rentiert, würde ich mal sagen. Hätten ja auch nur ein paar Bronzemünzen sein können. Also von daher. Tür kann man nicht öffnen hier. Die Statue, das bringt nichts. Ne, alles klar. Also wie gesagt, ich hatte die Mission dunkler in Erinnerung. Scheinbar ist die für die Mod oder durch die Mod aufgehellt worden. Aber das macht mir ehrlicherweise nichts, wenn es mal ein bisschen heller ist. Das ist auch mal ein bisschen was anderes zu dem sonst immer sehr dunklen Flair dieses Spiels. Es sieht auch ein bisschen neblig aus. Das finde ich ziemlich cool gemacht eigentlich. Ich speichere mal wieder. Ich frage mich, ob wir da zu dem anderen Typ bis da noch hinterkommen. Hier sieht es zwar auch so aus, als käme man weiter. Aber natürlich interessiert mich jetzt in erster Linie, was geht hier. Das war knapp, Freunde. Kommt hier einfach ein bewusstloser Körper rein. Oder ein gleich bewusstloser. Ah, ein Heiltrank, sehr schön. Der Mensch, hier in die ganzen Häuser einzubrechen, das lohnt sich ja richtig. Oh, hier geht's raus. Ich würde mal sagen, setzen wir hier unseren Weg fort. Ach, gucke mal. Hier wären wir jetzt eh lang gekommen, wären wir über diesen Simster gekraxelt. Eines sag ich dir, das Einzige, was noch übler riecht als dein stinkender Herr Burrick selbst, ist seine Schnapsfahne. Wenn er Lady Van Vernon noch einmal zu nahe kommt, machen wir ihm Feuer unterm Hintern. Oho, das sind ja mächtig starke Worte von einem x-beinigen Zimmerburschen wie dir. Unser guter Meister Willey würde sich dieser alten Schlampe nur mit einer Hellebarde nähern. Oh, du wagst es, den Namen der gutherzigen und virtuosen Lady Van Vernon zu besudeln? Unsere Lady ist eine lebende Heilige, ein Engel, so rein, dass der Himmel sie nicht halten konnte. Eure Lady, ein Engel! Ihr könnt froh sein, wenn die Hurenhäuser den Docks eurer sauberen Lady nicht die Türen einrennen, weil sie ihnen die Kunden wegschnappt. Immerhin habe ich sie letzte Nacht beobachtet, wie sie den Stallburschen ein wenig die Lenden wärmte.
Ich werde solche Verleumdung nicht länger dulden. Du solltest dich besser beeilen und deinen unseligen, humpelnden Herrn retten, bevor er an seinem eigenen Erbrochenen erstickt oder splitternackt im Hühnerstall aufwacht. Und jetzt verzieh dich, bevor ich dir Beine mache. Ist das eine Drohung, du runzlige kleine Dienstmark? Möchtest du es mit deinen Stecknadeln stechen? Auf dieser Straßenseite schießen wir wie Männer. Also mach keine Versprechen, die deine Pfeile nicht halten können. Diesmal bist du zu weit gegangen, du affengesichtiges, wamsnässendes Muttersöhnchen. Ein Pfeil in der Kehle wird dich zum Schweigen bringen. Alter, die betteln sich echt. Tu dir keinen Zwang an. Betteln die sich jetzt echt, oder was? Ja, Tatsache, jetzt erschießen die sich gegenseitig. Ja, genau, und er, der am lautesten geschrien hat, ist als erstes gestorben. Das war irgendwie lustig. So, wie sieht's hier aus? Können wir da unten irgendwo einbrechen? So, ich würde mal sagen, ihn schnippen wir mal ab da hinten. Er sucht ja schon. Oh. Scheiße. Früher oder später finde ich dich. So. Das Problem... Oh! Alter, das war knapp. Dieses Problem hat sich nun erledigt. Ich habe mir am Anfang noch überlegt, wie soll ich denn an den Typen nur vorbeikommen, aber dass die sich natürlich jetzt gegenseitig umbringen, damit habe ich nicht gerechnet. Ist aber natürlich sehr angenehm für mich, da ich sie jetzt nicht alle eigenhändig umbringen muss, sondern nur noch einen halt. Aber ich fand's so geil, wie schwul der eine umgekippt ist, der am lautesten rumgeschrien hat, ist als erstes gestorben. Oh Mann. Dafür. Ah, da kann man rein. Ja, gucke mal. Bäh. Ich würde mal sagen, ich mach mal kurz Safe It Easy. Oder mal hui, rüber da. So, was gibt's hier? Einen Geldbeutel. Ah, und da könnten wir jetzt, können wir zur anderen Seite wieder hinaus. Das ist sehr schön. Also wie gesagt, ich habe diese Mission etwas dunkler in Erinnerung. So war das nicht gedacht. Ich habe die Mission etwas dunkler in Erinnerung, aber das kann eben an dieser Mod liegen. Okay, hier können wir gar nicht rein. Gut. Ja gut, dann nicht. So, ob ich es schaffe, darüber zu springen oder nicht, probiere ich gar nicht erst. Ich gehe einfach hier durch und nähere mich dann den Typen von der anderen Seite. Das geht, hoffe ich. Okay. Ja. Ob ich mich da runterlassen kann? Sah eigentlich jetzt ganz gut aus. Ah, okay. Ich höre schon wieder so einen Maschinentypes. So, da haben wir immerhin schon mal einen goldenen Kelch. Passt. Sollen es hier sein? Bitte schön, die Wachstube. Ah, jetzt kommen wir zu den anderen Typen. Also das war, glaube ich, die coolste Szene im ganzen Spiel, jetzt, wo die sich da gegenseitig umgebracht haben. Sich vorher aufs Übelste beleidigt haben. Am besten fand ich noch das wamsnässende Muttersöhnchen. Gute Beleidigung übrigens. So. Gut, dass wir gerade so leise waren. Oh oh. Verstecken nützt euch gar nichts, Dieb! Put, put, put.
Fresse. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass die mich jetzt schon hören. Kommt heraus, wenn ihr euch traut! Nur keine Sorge. Ich glaube, ich lege auch mal wieder einen echten Safe ein. Gesundheit. Okay, sehr schön. Hier befinden wir uns in vollkommener Dunkelheit. Oh, der wollte sich gerade umdrehen. Im genau im richtigen Moment bewusstlos geschlagen. Sehr gut. Ah, gut zu wissen, dass man mit einem Bewusstlosen auch klettern kann. Das wusste ich nicht. Seht ihr mal? Das Spiel schon so oft gespielt und lernt immer mal wieder was Neues dazu. So muss das sein. So, wo bleibt jetzt der andere Typ? Macht der einmal eine Runde oder wie? Oh ja, der macht eine Runde. Ich werde trotzdem aufpassen. Ja. Gute Nacht. Okay, ich glaube, den können wir hier liegen lassen. Bin ja gespannt, wofür jetzt der Schlüssel ist, den wir von dem bekommen haben. Anders liebt mal schön da drinnen. Können wir da vielleicht in dieses Gebäude reinnehmen, dass wir da die ganze Zeit rummarschiert sind? Oh, sieht so aus. Ist dort jemand? Bitte komm jetzt da nicht raus. Oh mein Gott, ist der Typ blöd. So, soll es hier ja noch was Schickes geben. Ah, ein paar Silberlinge, sehr schön, die nehme ich immer gerne mit. So, du legst dich da mal rein, Kumpel. Ist dort jemand? Hm. Das Geilste war immer, als ich einen Typen so mit dem Schwert erschlagen habe und dann so ein anderer Typ das gehört hat und der einfach nur so meinte, so, was war das? Hm, das waren wohl Ratten. Er schreit halt wie am Spieß, am Sterben und der andere so, hm, das waren wohl Ratten. Hier stimmt was nicht. Wenn du ein solcher Anfänger wärst, würdest du weniger Lärm machen. Sorry, ich wusste nicht, dass jemand zu Hause ist. Du bleibst nicht lange in deinem Verschleicher. Wird sicher lustig, dich aufzuschlitzen, Jungchen. Oh, scheiße. Das finde ich jetzt nicht cool. Du kannst dich nicht für immer verstecken. Ich weiß, dass du da bist. Oh. Ruhig, du Hornochse. Du machst genug Lärm, um ganz Dayport aufzuwecken. Aber wenn es doch dunkel ist... Nein, er hört sich an wie Tolf dir. Du siehst gleich den Schaft meines Schwertes in deinem Auge, wenn du dich nicht endlich beeilst. Da drin sitzt ein Wachtposten und wir sind beide geliefert, wenn er dich hört. Ist ja schon gut, aber eins würde mich noch interessieren. Wollen wir das Gold oder die Juwelen? Wir wollen alles, was du tragen kannst, Vollidiot. Und jetzt schnell, bevor wir gesehen werden. Oder möchtest du dein restliches Leben in einer Zelle der Blauröcke verbringen? Die Blauröcke? Wo? Komm endlich in die Gänge! Sieh an, Einbrecher. Na, ist ja nett. Oh Mann. Finde ich,
Finde ich aber cool, dass relativ viele coole Synchronsprecher vertreten sind hier. Also da habe ich jetzt den einen gehört, der ist auch ziemlich bekannt, der den Zolfi aus Skyrim eben synchronisiert. Und der, wo Garrett synchronisiert, der ist auch ziemlich bekannt. Und dann hatten wir auch noch den deutschen Synchronsprecher in einer früheren Mission, der den Sheriff Truett, synchronisiert hat, der deutsche Synchronsprecher von Nicolas Cage ist. Also, Starbesetzung hier im Prinzip. Okay. Jetzt ist die Frage: Wie legen wir den Einbrechern das Handwerk, ohne dass sie uns selbst angreifen? Okay, scheiße. Die sind ziemlich wachsam. Dann hilft nur eins. Ja, komm mal raus. Ja, komm. Irgendwann finde ich dich. Seid wachsam. Okay, er hat nur zwei Schuss ausgehalten. Was war denn er für eine Flasche? Okay, welcher lebt jetzt noch? Der Teufel oder der Idiot? Ah, Teufel lebt noch. Okay, kein Wunder. Ich habe ja den Idioten jetzt getötet. Okay, der war auch eine ziemlich krasse Pussy. Tolle Einbrecher seid ihr, echt. Ah, sehr schön. Das hat sich doch mal rentiert. Gold. Ich werde mir ein Scheibchen von euch abschneiden. Okay. Okay. Der Wachposten hat zwar mehr ausgehalten, aber er war trotzdem zu dämlich, uns zu treffen. Sagen wir mal so, da hatte ich jetzt mal nichts dagegen, dass er zu dämlich war dazu. Er hat wahrscheinlich gehört, wie die Diebe abgeschmatzt sind. Oh, cool. Da hätten wir auch reinkommen können. Hm. Oder? Ah, sieht zumindest so aus. Kaputter Aufzug. Oh, hier ist einer von diesen Leuchtpilzen. Cool. Wo man hier überall hinkommt. Oh. So, da unten ist die Straße. Da dürfen wir ja nicht hin. Okay. Ist doch mal cool. Sieht aus wie so ein Alchemielabor. Ah, Käse. Nom, nom, nom. Ich bin noch nichts so am gegessen. So, das da oben sieht mir nach einer Holzdecke aus. Was passiert denn, wenn ich hier drauf drücke? Ah! Das ist ja mal cool. Das ist ein Aufzug. Oh. Ich nehme mal nur das hier mit. Geht's denn hier hin? Hier geht's auch raus. Okay, ist ja cool. So, was passiert jetzt, wenn ich dieses Buch da lese? Ich speichere mal vorher. Agloras Corant. Caglimorex Telorum Azuelien Banorovim Agror. Carlo Fendit. Carlo Kalit. Achilno. Achilno Cleas. Po Valnarus Veor. Sigliop Ulanis Friopik, Ru Fulin Gorax, Hakanen Bükshantu, Julux Plenfant R. Bjuris Ferot, Pirtun Ferunit. Scheiße, ich glaube, wir haben jetzt irgendwas beschworen. Ah, Zombies! Sie nicht bewegen. Puh. War das jetzt Latein, was ich da vorgelesen habe?
klang irgendwie so Mischmasch. Latein gemixt. Oh, Feuerpfeile. Her damit. Gut. Ich würde mal vorschlagen... Also ich habe gerade so ein bisschen die Orientierung verloren. Ah, nee, habe ich nicht. Da drüben, genau, da kommen wir her. Das war das, was wir vorhin geplündert haben. Da waren wir jetzt in diesem Alchemistenturm oder was das war drinnen. Genau, ne, dann geht's eh da vorne weiter. Das Level ist so cool. So. Speichern. Ah, grüß dich. Bist du's? Ja, ich bin's. Gute Nacht, mein Freund. Schlaf gut. Es ist schon spät. So, was haben wir denn hier? Eine Kinderwiege und... Ha, eine goldene Vase oder was auch immer das ist. Okay. Ah, wer war das? Das ist wieder ein Lord, nein. Ich habe mich wohl getäuscht. Ah, du hast dich getäuscht, Lord. Aber ob wir den Lord... Oh, da unten ist die Hauptstraße. Ob wir den Lord noch verprügeln oder nicht, verrät uns die nächste Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Project 2 The Metal Age. Und da hoffe ich, ihr seid wieder mit dabei, Leute. Ciao.